Adela, ich darf euch begrüßen. Machen wir wieder ein wenig Sport. Machen wir heute jetzt den Ball. Ein bisschen ein Aufwärmen, ein bisschen bewegen. Man hat sicher irgendeinen Ball. Notfalls kann man auch einen Luftballon nehmen. Oder einen Polster. Ganz egal, was man heute zur Verfügung hat. Legen wir mal den Ball zur Seite, dann mal ein bisschen mobilisieren. Fangen wir mal an mit unseren Schultern. Kreisen wir mal die Schultern schön nach hinten. Schau, dass wir hüftgelenksbreite Beine haben. Die Knie sind ganz locker. Die Zehenspitzen schauen nach vorne. Und wir ziehen die Schultern hoch zu den Ohren. Nach hinten. Große Kreise. Und dann kommen wir wieder zur Mitte. Dann versuchen wir mal mit der rechten Schulter, wie so eine liegende Acht. Die Schulter in der Form einer liegenden Acht zu kreisen. Aus dem Schultergelenk eine liegende Acht zu kreisen. Auch ein bisschen anspannen, dass wir kein Hohlkreuz machen. Und eine liegende Acht. Genau. Und dann kommen wir wieder zur Mitte. Dann machen wir das mit der anderen Seite. Auch da wieder. Eine liegende Acht. Wir stellen uns vor, mit dem Schultergelenk zeichnen wir so eine liegende Acht nach. Genau. Machen wir noch eine letzte liegende Acht. Und dann kommen wir wieder zur Mitte. Nehmen wir mal die Arme lang nach oben, atme ein. Und aus, gehen wir tief. Noch einmal ein und aus. Tief einatmen und aus. Kommen wir auf die Zehenspitzen hochziehen. Ein und tief aus. Dann gehen wir wieder nach oben. Nehmen wir mal die Schultern hoch zu den Ohren und nach unten schieben. Zieh hoch, nach unten. Hochziehen und nach unten. Machen wir mal gegengleich, rechts, links. Hoch, tief ziehen die Schultern. Hoch, tief, gegengleich. Und dann kreisen wir nochmal nach hinten. Auch da gegengleich nach hinten. Genau. Und komm wieder zur Mitte. Dann nimm den gebeugten Arm und dann kreisen wir gebeugten Arm. Nach hinten kreisen. Wechseln wir gleich zur anderen Seite. Auch da wieder gebeugten Arm nach hinten kreisen. Dass wir da alles mobilisieren, alles lockern. Und dann wechseln wir wieder zur anderen Seite. Jetzt nehmen wir ein bisschen einen größeren Hebel. Großer Kreis. Nach hinten kreisen. Ganz großer Kreis und auch wechseln zur anderen Seite. Genau. Und dann nehmen wir einmal beide Arme lang nach oben und dann kreisen wir beide Arme. Große Kreise. Können wir auch mal gegengleich kreisen. Ein Arm nach hinten, einer nach vorne kreisen. Und dann wechseln wir zur anderen Seite. Ein Arm beginnt nach hinten zu kreisen und einer nach vor. Genau. Und wieder zur Mitte. Dann machen wir noch die Hüfte locker. Hüfte rechts, links. Mobilisieren wir unsere Hüfte. Ist auch gut für unsere Lendenwirbelsäule. Da lockern wir das alles. Und dann schieben wir die Hüfte nach vor und zurück, verschieb deine Hüfte nach vor und zurück. Und jetzt kreisen wir aus dem Hüftgelenk, kreisen aus dem Hüftgelenk, dann werden wir ein bisschen größer, genau, größere Kreise aus dem Hüftgelenk, wechseln wir mal die Richtung. Und dann kommen wir wieder zur Mitte und jetzt beschreiben wir auch mit der Hüfte so eine liegende Acht.
Mitte machen wir da so eine liegende 8, genau. Liegende 8 beschreiben mit der Hüfte. Und zum Abschluss kreisen wir noch einmal normal kleine Kreise in beide Richtungen aus dem Hüftgelenk. Genau, mobilisieren wir alle unsere Gelenke. Dann gehen wir gleich weiter zu unseren Knien, ein bisschen tiefer. Kreisen wir unsere Knie in die gleiche Richtung. Genau, und dann wechseln wir zur anderen Seite. Knie kreisen und dann kreisen wir gegengleich, jeweils nach außen, gegengleich kreisen. Da mobilisieren wir jetzt unsere Kniegelenke. Genau, super, dann gehen wir wieder hoch, machen wir noch Sprunggelenk. Wieder das Sprunggelenk, Fuß kreisen und in die andere Richtung kreisen. Genau, Sprunggelenk mobilisieren und dann heben wir und senken wir Fußspitze tief hochziehen. Genau, wechseln wir gleich zur anderen Seite. Auch da wieder Sprunggelenk kreisen. Und dann gehen wir wieder hoch und tief. Dann setzen wir das Bein wieder ab, nochmal alles auslockern und dann nehmen wir unseren Ball. Den Ball nehmen wir mal zwischen die Handflächen, ziehen wir mal die Arme lang nach oben, ausatmen, tief, noch einmal lang nach oben, tief einatmen, ausatmen, ein letztes Mal ein und aus. Und dann marschieren wir locker am Stand. Und dann ziehen wir die Arme hoch und tief und die Ellbogen gehen zur Seite. Hoch, tief ziehen, Ellbogen ziehen zur Seite. Genau, marschieren wir am Stand. Und dann ziehen wir die Arme nach vor und zurück. Arme ziehen vor, zurück. Ball zusammendrücken, Ellbogen bleiben schon oben. Und dann ziehen wir schon nach oben, hoch, tief ziehen. Der Ball zieht hoch, tief. Marschieren am Stand und die Arme ziehen hoch und tief. Und dann gehen wir wieder nach vorne. Und dann gehen wir wieder tief. Und wieder nach vorne. Und wir ziehen wieder hoch. Und wir ziehen wieder vor. Jetzt machen wir das auf 2 und tief. Und wieder nach vorne. Und nach oben. Vorne. Und jetzt machen wir das auf 1. Wir ziehen vor, wir ziehen tief. Wir ziehen vor, wir ziehen hoch. Vorne, tief, vorne, hoch. Letztes Mal nach vorne, nach unten, nach vorne, nach oben. Bleib in der Mitte. Und dann ziehen die Arme lang nach oben und das Bein nach hinten. Nochmal wieder abwechselnd, rechts, links. Steig nach hinten. Und die Arme ziehen hoch. Machen wir noch zweimal und dann kommt die andere Bewegung. Jetzt geht das Bein nach vorne, die Arme gehen wieder tief. Genau. Arme ziehen tief hoch, Bein geht vor. Machen wir noch zweimal und dann wechseln wir wieder zu unserer vorigen Bewegung. Hoch, hoch. Machen wir noch zweimal hoch und wir wechseln wieder nach vorne. Zwei
einmal nach vor und wir wechseln wieder nach oben. Letzten zwei. Und jetzt machen wir das wieder vier. Und wieder wechseln. Und wieder nach vorne. Und wieder wechseln. Und wir machen es auf zwei. Und nach oben. Und ein letztes Mal. Und wieder lockern, auslockern, auslockern. Und jetzt legen wir den Ball tief zur Seite. Einmal rechts, links, ziehen wir nach unten. Ball zieht tief, Beine stellen wir zur Seite. Und dann legen wir den Ball am Oberschenkel ab. Und nur das Bein geht zur Seite. Drück fest den Ball gegen den Oberschenkel. Und dann wechseln wir wieder rechts, links. Und dann platzieren wir den Ball am anderen Oberschenkel. Und das Bein geht wieder zur Seite. Genau. Die letzten vier. Zweimal noch. Letztes Mal. Und wieder auslocken. Mach dich lang. Zieh hoch. Rechts, links hochziehen. Genau. Super. Und dann lassen wir den Oberkörper nach unten fallen. Oberkörper nach unten, Ball ablegen. Und dann rollen wir den Ball um die Beine in so einer Achterschleife. Um die Beine. Und dann nehmen wir den Ball wieder zur Mitte, gehen wir höher. Ball zwischen den Oberschenkeln platzieren und drücken wir zusammen. Gehen wir ein bisschen tiefer, Knie beugen. Aber bleib schön hinter den Zehenspitzen. Und jetzt drücken wir den Ball zusammen, locker lassen, zusammen, locker lassen, zusammen, locker lassen. Fest zusammendrücken. Und dann drücken wir den Ball maximal zusammen, da bleiben wir. Und dann noch in kleinen Bewegungen dagegen drücken. Fest zusammendrücken. Genau. Und wieder fest zusammendrücken, locker lassen. Fest zusammendrücken, locker lassen. Festdrücken, locker lassen. Festdrücken, locker lassen. Und wieder ganz fest zusammen und in kleinen Bewegungen nur ein bisschen dagegen drücken. Genau. Super. Und noch einmal locker lassen, drücken. Locker lassen, gehen wir noch ein bisschen tiefer, Gesäß zieht nach hinten, nach unten. Drücken, locker lassen. Und jetzt drücken wir fest zusammen, lösen wir die Fersen und halten wir mal den Druck, halten. Festhalten. Und wieder locker lassen, abstellen. Ball rausnehmen, auslockern. Genau, einmal die Arme wieder lang hochziehen. Und jetzt neigen wir uns einmal nach rechts und einmal nach links. Fest zur Seite ziehen. Hüfte bleibt in der Mitte. Genau. Und noch einmal zu jeder Seite. Zur Seite. Und wieder zur Mitte, Arme absenken, auslockern. Und dann lassen wir gerne den Ball vorne. Jetzt machen wir gleich was für unsere Halswirbelsäule.
Achten wir wieder Hüftgelenksbreite, Beine, Bauch anspannen, Schultern locker. Und dann lassen wir mal den Kopf, drehen wir den Kopf einmal zur Seite. Auf der Seite einatmen. Mit der Ausatmung drehen wir den Kopf ganz langsam zur anderen Seite. Wieder einatmen und ausatmen, dreh den Kopf. Schultern locker, Bauch anspannen und ausatmen, Kopf zur anderen Seite. Ganz langsam den Kopf zur Seite drehen. Bewegung aus der Halswirbelsäule immer ganz langsam ausführen. Und dann kommen wir zur Mitte, lass die Arme nach unten hängen. Bauch anspannen, kein Hohlkreuz. Und dann lassen wir den Kopf in der Mitte mit der Ausatmung nach unten rollen. Spür die Länge der Rückseite vom Hals wieder gerade. Einatmen, ausatmen, lass den Kopf nach unten rollen. Kinn Richtung Brustbein. Und wieder gerade. Ausatmen, wieder nach unten rollen. Und wieder gerade. Nochmal nach unten, spür die Länge. Und wieder gerade aufrichten. Nehmen wir den Ball zu Boden, nehmen wir die Arme lang zur Seite. Jetzt drehen wir die Handflächen. Ein Daumen schaut nach unten, einer nach oben. Das ist eine gute Übung für unseren 6. und 7. Halswirbel. Wir schauen zu dem Daumen, der nach unten zeigt. Da atmen wir wieder ein und mit der Ausatmung drehen wir unsere Handflächen und den Kopf. Kopf bewegt sich zur anderen Seite. Daumen zeigt nach unten. Wieder einatmen, ausatmen. Kopfhandfläche wieder drehen. Einatmen und wieder ausatmen. Kopfhandfläche drehen. Wieder drehen. Machen wir noch einmal zu jeder Seite, lockere Schultern. Und ein letztes Mal. Und dann kommen wir wieder zur Mitte. Handflächen zum Körper, locker neben dem Körper hängen lassen. Und jetzt beschreiben wir mit unserer Nasenspitze eine liegende Acht vor dem Körper. Mit der Nasenspitze. Eine liegende Acht. Wieder ganz langsame Bewegung. Kleine Bewegung. Wir beschreiben eine liegende Acht. Genau. Eine liegende Acht mit der Nasenspitze beschreiben. Und dann kommen wir wieder zur Mitte und jetzt beschreiben wir die Acht, die steht vor uns. Wieder auf eine liegende Acht. Jetzt steht die liegende Acht vor uns und mit der Nasenspitze zeichnen wir die liegende Acht nach. Langsame Bewegung, lass die Atmung fließen. Liegende Acht, stehende Acht, haben wir jetzt stehende Acht mit der Nasenspitze. Machen wir noch eine schöne stehende Acht. Genau, super. Und dann kommen wir wieder zur Mitte. Jetzt dehnen wir noch unsere Halswirbelsäule. Wir beginnen einmal mit den Handflächen. Die legen wir so von vorne auf den Hinterkopf drauf. Bauch anspannen, oberer Rücken bleibt schön gerade. Dann versuchen wir den Kopf ganz vorsichtig nach unten, Kinn Richtung Brustbein. Aber der obere Rücken
soll nicht rund werden, da bleiben wir ganz gerade. Obere Rücken bleibt ganz gerade und den Kopf ganz vorsichtig nach unten neigen. Kinn Richtung Brustbein, Bauch anspannen, kein Hohlkreuz, Schultern schön nach hinten, Schulterblattspitzen nach unten schieben und gleichmäßig weiteratmen. Halte die Dehnung, spür die Dehnung. Und wieder locker lassen, wieder nach oben, kurz den Kopf leicht nach hinten, die Gegenbewegung. Und dann dehnt man den Kopf noch seitlich, legt das Ohr Richtung Schulter. Mit der Hand kann man die Dehnung verstärken und die andere Handfläche so parallel zu Boden und die zieht so richtig nach unten. Die Nasenspitze zeigt nach vorne, Kopf zur Seite, ganz vorsichtig. Nicht mit Gewalt, wirklich nur ganz vorsichtig. Kann man dann eine leichte Dehnung spüren, da bleiben wir. Da atmen wir gleichmäßig weiter. Und dann lösen wir das Ganze wieder auf. Kopf gerade, wieder die Hand lösen. Und dann legen wir das Ohr wieder zur Schulter, andere Seite mit der Handfläche wieder. Die Dehnung verstärken, andere Handfläche parallel zum Boden, die zieht so nach unten. Gleichmäßig weiteratmen. Und wieder locker lassen. Locker lassen. Und dann ziehen wir uns nochmal fest nach oben, in die Länge. Fest hochziehen, hochziehen. Und wieder nach unten fallen lassen. Dann nehmen wir nochmal den Ball. Den rollen wir jetzt auf der Außenseite der Beine so nach oben rollen. Hinter dem Kopf wechseln wir zur anderen Seite und dann rollen wir wieder nach unten. Und nochmal wechseln zur anderen Seite und wir rollen noch einmal nach oben. Oben hinter dem Kopf wechseln wir zur anderen Seite und wieder nach unten rollen. Bleiben wir gleich unten, legt den Ball wieder ab. Fußsohle leicht am Ball aufstellen und den Ball ganz locker vor zurückrollen. Kann auch die Hände zur Seite, dass man mehr Balance hat. Nachdem oder in die Hüfte und dann rollen wir den Ball rechts, links und dann rollen wir den Ball um unser Standbein, also nach hinten und holen wir uns den Ball nach vor und wir kreisen um unser Standbein, dann kommen wir wieder zur Seite und wieder nach vorne, nochmal nach hinten rollen. Und den Ball wieder nach vor übernehmen. Und dann stellen wir den Fuß ab, kurz auslockern. Und dann nehmen wir den anderen Fuß, Fußsohle wieder am Ball, ganz leicht drauf tippen. Und wir rollen vor zurück. Locker vor zurück rollen. Und wieder rechts, links rollen. Und dann wieder den Ball um unser Standbein nach hinten und wieder nach vorrollen. Ball um das Standbein nach hinten und Ball wieder übernehmen und wieder nach vorrollen. Ein letztes Mal um das Standbein nach hinten, nach vorne, ups, und wieder abstellen. Dann nehmen wir den Ball nochmal in die Handflächen. Lassen wir das Bein locker vor zurückschwingen und jetzt lassen wir die Arme rechts, links schwingen. Bein schwingt vor zurück, Arme schwingen rechts, links. Genau, lass wieder nur das Bein schwingen und dann wechseln wir gleich zur anderen Seite. Das Bein schwingt wieder vor zurück und wieder rechts, links schwingen die Arme gegen gleich dazu. Genau.
Und wieder abstellen das Bein. Und nochmal in die Länge ziehen, lange Arme. Zieh einmal rechts, einmal links hoch, fest hochziehen. Komm auch auf die Zehenspitzen. Zieh dich hoch, so richtig lang machen. Platz für die Banja machen, groß machen. Fest in die Länge ziehen. Und dann die Fersen wieder abstellen. Und dann lass dich mit der Ausatmung nochmal so richtig nach unten fallen. Nochmal tief einatmen und wieder aus. Letztes Mal ein und aus. Und wieder hoch auslockern. Jetzt einmal einen Schluck Wasser trinken. Jetzt ist uns schön warm geworden. Und dann machen wir weiter auf der Matte.